Sommer steht, zumindest hoffentlich bald einmal, wieder vor den Türen und es ist Zeit für die neue Sommergarderobe. Dass er mich daran erinnert, dass ich noch mega viele Videos dazu gemacht habe, über Kleidungsstil im Arbeitsalltag, und darum gibt es auch gerade mal ein Best-of dazu. Du bist in einer Videokonferenz und dein Gegenüber flimmert mit seinem Outfit nur so über den Bildschirm. Irgendwie ist alles ein bisschen verpixelt und das ist Ablenkungspotenzial. Wie du das kannst verhindern, ist so. Leg nichts Kleinkariertes an. Kleinkarierte Sachen werden von der Kamera schwieriger erkannt. Das ist der sogenannte Moiré-Effekt. Und das heisst eben, dass nachher die Pixel nicht richtig das können verarbeiten können, es wird nicht richtig dargestellt. Und dann sieht dein Kleinkarierte einfach aus, als würde es schlecht gesendet werden, wie bei einem alten Fernseher. Darum, wenn du kariert möchtest anlegen, leg doch etwas grösser Kariertes an. Das sieht nicht nur gut aus, sondern es wird auch von der Kamera viel besser aufgenommen. Was unsere Kommunikationstrainer immer sagen, ist, dass man sich beim Outfit vor einem Training immer sollte, oder vor einer Präsentation besser gesagt, immer sollte diese vier Fragen stellen. Passt das Outfit, das ich anlege, zu mir? Passt es zu meiner Firma? Passt es zu meinem Inhalt? Und natürlich passt es zu meinem Gesprächspartner. Was sich das Auge meistens darauf fokussiert, sind helle Flächen. In meinem Fall habe ich jetzt einen hellen, weißen Pulli an und das sorgt dafür, dass höchstwahrscheinlich auch dein Auge eher auf diesen Pulli fixiert ist als auf mein Gesicht. Darum zeige ich dir jetzt, wie du das anders könntest gestalten, und zwar mit einem anderen Outfit. So, jetzt habe ich mein Outfit gewechselt. Jetzt ist es immer noch eine helle Fläche, es ist nämlich ein hellgelbes Shirt, aber es wird gebrochen durch meine Jeansjacke. Das heisst so viel wie, dass die Fläche nicht mehr ganz so krass ist, sie sticht nicht mehr so aus dem Bild raus und das Auge fokussiert sich dann viel weniger darauf. Es konzentriert sich jetzt mehr auf mein Gesicht und das ist ja auch etwas, was du bei einer Videokonferenz möchtest. Du möchtest, dass die Leute sich auf dich und dein Gesicht fokussieren und nicht auf deine Kleider. Darum gilt ganz grundsätzlich bei Videokonferenzen, weiss eher weglassen, eine helle Farbe kann man gut machen, aber dann mit einem Blazer oder mit einem Anzugsjackett drüber und dann wirkt das wieder ganz anders.